Da sind wir wieder. Die Beute der Raben. Ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Château d'Ambrage sein. Was ist das für ein Dorf? Oh. Ach, das sind nur die Frösche. Château d'Ambrage? Le petit pont. Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich. Oh, la fromage. Je m'appelle Fabien. Lecker. Also Stoff lag die ganze Zeit da rum. Feine Sache. Was gibt denn hier hinten? Sieht das aus, als gibt es hier irgendwas? Nö. Ja, wir sind ja in der letzten Folge erfolgreich durch die Rattenschwärme geflohen, haben ein Schwein verloren. Das Schwein, das war echt bösartig. Das war echt böse. Ich bin schon ein echt böser Mensch, was Gaming betrifft. Ich bin wirklich assi teilweise. Und schon die unschuldigsten Charaktere alle verkloppen. Aber das war echt übel. Ist dir nicht kalt? Ja, ein bisschen schon. Hugo scheint es nichts auszumachen. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ja, aber er sollte näher bei uns bleiben. Ich kann halt auch noch nicht schnell laufen. Ich muss hier im Slow-Motion-Jogging-Kurs laufen. Oh, da hinten gibt's was. Es hat geleuchtet, das habe ich gesehen. Hops, hops, hops! Was ist das? Hugo! Leder! Wo willst du hin? Mach mal einen ruhigen! Also dafür, dass ja tot überall grassiert, ist das Kind unglaublich entdeckerfreudig. Geh mal hier durch. Ah, ich dachte schon, es ist ein Gerippe, aber ja, nee. Oh. Steine sind auch gut. Kann ich hier hoch? Sieht da aus, als gibt es hier oben wieder irgendwas. Immer alles durchgucken. Gucken, gucken, gucken und looten. Hey, seht mal, ich bin ein Ritter. Ein englischer Schild. Wo hast du den her? Der lag da drüben auf der Erde. Hör zu, Hugo. Leg ihn weg. Das ist nichts für Kinder. Spielverderberin. Los, weiter. Schild. Riechst du das? Mit dem spielen können. Und wie das stinkt. Ja, fürchterlich. Also, da verstehe ich den voll. So war ich als Kind genauso drauf. Alles, was irgendwie wie ein Schild aussah oder wie ein Schwert. Geile Scheiße. Was ich nicht schon alles für Leben als Ritter und hast du nicht gesehen hatte. Nein, Hugo kann ruhig erstmal da hinten rumpimmeln. Mal hier oben muss es doch was geben. Kann mir doch keiner erzählen. Hat kann halt gerade Niere sprinten irgendwie. Oh, das ist ja schon wieder Stoff. Ah, was haben wir da vorne? Sieht aus wie Schwefel, aber habe ich schon so viel, glaube ich. Dabei habe ich schon extra mein Equipment ja erweitert, dass ich 12 Dinge tragen kann. Und ist halt dennoch voll. Amicia, Lukas, kommt schnell her! Ja, wir versuchen ja schnell zu machen. Oh mein Gott. Sind sie alle tot? Wir können nicht weiter. Amicia, wir müssen dem Aquädukt folgen. Der krasse Soldat. Ja, ne, dann müssen wir weiter. Oh mein Gott. Amicia, das muss so derbe stinken. Drüber laufen? Ja, Hugo. Wir haben keine Wahl. Echt, sie müssen jetzt über die Leichen drüber laufen mit dem kleinen Jungen? Oh, das ist ob schon... wir ihn wehtun? Geh einfach weiter, Hugo. Los. Echt eklig. So. Na, der Tribok steht ja noch. Ein durchgeschnittenes Seil, aber ansonsten... Nur Schwefel, ja gut, das kennen wir ja schon. Hopp. Jetzt weiß jeder auf 20.000 Kilometer Kanten, wo wir sind. Oh, dieser Gestank. Kaum auszuhalten. Mir ist schlecht. Nicht hinsehen. Konzentrier dich auf das Aquädukt. Hey, Tier. Ich könnte gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen müsste, wenn ich da wäre. Oh, Fackeln. Das sagt mir doch schon wieder. Oh, das Pferd ist... Oh, nee. Oh, oh Gott. Das Pferd. So. Lukas?
Ich weiß es nicht. Oh ne, ich sehe es schon kommen. Ich sehe es. Oh, so besser. Ich weiß ganz genau, was es ist. Jeder sieht diese Beulen da drin. Oh nein, die Ratten, bleib weg von ihnen. Amicia, sie sind überall, hunderte ja, von ihnen. Ich weiß. Das darf doch nicht wahr sein. Das. So, zum Herstellen der Drückdrücken. Hätte ich vielleicht auch Schwefel wieder mitnehmen können, ich dumme Idiot. Jetzt ist hier, hätte ich bestimmt auch noch Schwefel nochmal gefunden. Und Steine? Aber klar. Ah, ist natürlich schön. Zack. Leichen. Hab ich schon gesagt? Alter, unnormal, dass du nicht auf mich hörst. Hier noch was zum Herstellen dafür. Aber finde ich schon gut, dass man mit Materialien sehr gut versorgt wird. So, dass es keine Stelle eigentlich im Spiel geben sollte, wo man da steht und sich sagt, muss ich das Kapitel da und da neu starten, aber es scheint zu viel rumgeschmissen. Und wie komme ich hier durch? Wir waren schon echt ganz schön nah dran. Oh nee. Hat er ja beinahe gefressen worden. Da drüben sind Leute. Das sind keine Soldaten. Lass uns abhauen. Was haben sie da gemacht? Das waren Plünderer. Sie wollen Sachen stehlen. Aber warum? Plünderer. Wahrscheinlich um zu überleben. Genau wie wir. Ja. Bin ich hier? Geht mal weg. Wie komme ich von hier aus weiter? Das sieht doch danach aus. Das ist doch schon so. Okay. Normalen Stein? Nee. Aber ich komme jetzt hier gerade nicht durch, oder? Ah doch, die Fackel ist ja aus. Idiot. Ach Mensch. So eine offensichtliche Kacke und ich check das nicht. So, ich tue es dir einfach nochmal herstellen, bitte. Einfach, weil sonst kann ich hier den Schlüssel nicht mitnehmen. Ich gebe ich auch nochmal Schweine. Immer schön Vorrat haben. Kannst du mir zur Hand gehen? In Ordnung. Hey, Ed. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist. Deswegen machen so Erwachsene keine Kinder. Hugo, hör zu, du musst das erledigen. Ja, ja. Sei vorsichtig. Ja, ich hab's geschafft. Gut, jetzt komm zurück. Können wir das da nicht halten auf? Hier, bitte. Jo. Au, meine Arme. Sie sind wie gelähmt. Dankeschön. Gut gemacht, ihr beiden. So, jetzt muss ich halt logischerweise zur nächsten Fackel durch. Ich ganz normal hier durch. Oh, das ist halt echt viel. Hey, was war das? Wer ist da? Doch durch ins Gras, schnell, er darf uns nicht sehen. Amicia, seine Laterne. Ich, alles klar. Er kommt. Was? Das scheint echt böse. Das ist furchtbar. Aber es hat funktioniert. Und jetzt? Nagen die an dem rum und ich kann an dem vorbei? Das ist schon echt dezent abartig gewesen. Nein, ich will jetzt nicht die Collectibles mehr holen. Hab da eins blinken sehen, das ist ja bestimmt eh plus Munition oder so ein Dreck gewesen. Ich muss schnell wieder scheiße. So viele Ratten! Wir sitzen fest! Boah, komm mal lieber mit mir hier ran. Die müssen ja nicht an deinen Füßen schon nabulieren. Verstehe. Bedeutet einmal anzünden. In den Turm! Das da ist Licht! Ah! Langfinger sind. Komm mal her. Hat er hier drin gewohnt oder was? Ist mit dem nicht richtig? Ich will erstmal gucken, was hier komm, oben ist, hoch bevor ich mit in die dir. Bergbank gehe. Ja, gewiss. Verdammt.
Langfinger. Ja, da hat er gedacht, wir sind Plünderer. Ich meine, im Prinzip plündern wir ja. Wo sollen wir lang gehen? Sie sind überall. Nee, ich gehe zuerst. Gut. Ja. Weil ich ein Egomane bin. Ah, ich hätte ihn gar nicht so time wegmachen müssen. Ich sehe gerade die Feuerschale vor. Aber krass, es wird halt wirklich immer dann die Rattendauer abhalten. Also sprich, hat so wirklich seinen Vorteil, die Leute einfach wegzumachen. Jetzt können wir natürlich hin, das ist die Leiche von denen. Die ist abgenagt. Weil den Alkohol haben sie übrig gelassen. Schön. Ich hätte es sogar nicht von der Ferne anschießen brauchen. Naja, gut. Wir müssen schießen. So. Ich helfe mit. Pass auf, wir machen zu viel Lärm. Sie werden uns entdecken. Naja. Könnten sie schon. Können sie aber auch einfach von Seiten. Hilf mir beim Schieben. Direkt umnatzen. Denn das mache ich am liebsten. Also ich habe schon aufgehört, bereits schon mit Zählen wieder. Denn es sind doch einige, die hier krepieren. Kommt vorbei, ja. Dieser Moment, wenn man immer in dem Computerspiel sich so neigt, wenn man denkt, dass man da besser um die Kurve kommt. Sag mal, muss ich überhaupt hin? Mach ich mal ein 360. Oh, das Ding brennt ja unendlich lange. Komm mal hier lang. Wie sieht es so aus, wie es geht hier hoch? Ey! Also über die Leichen zu schieben, das ist kaum möglich, oder? Kriegen wir das hier hoch? Nee, natürlich nicht. Ich weiß halt leider nicht so lang. Und auf jeden Fall nie durch den Fall. Ich bin wahrscheinlich unglaublich dumm, wenn ich einfach da unten nachgemacht. Aber es ist nicht so schlimm. Wir tun ja alle immer ganz gerne mal so eine kleine Taxifahrt hier mitmachen. Und den dreien, den kann ruhig nochmal diese Bizeps wachsen, das ist schon okay. Ah, ich weiß. Spart euch eure Kommentare über meinen. Was ist da drüben wieder los? Ich seh mal nach. Oh nein! Ja, gewiss. Ich weiß nicht warum, aber mittlerweile freut mich das schon immer richtig. Krass, und dann ist es wirklich halt so, jetzt haben die noch nie genug gesnackt. Er ist halt tot, aber er ist nicht genug gesnackt. Aber ich möchte einen Stein da haben. Wir müssen okay. Das bewegen. Sehr gut. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt. Hier muss man schon flüstern. Die Räder stecken im Schlamm fest. Wir müssen ihn stehen lassen. Kommt mit. Was zur Hölle machst du denn? Halt ihn fest. Ich lass mich halt hier durch. Ich will sehen, was da passiert. Ich will bloß an seine Zähne ran. Schon klar, aber... Was? Die Ratten fressen den doch sowieso. Ja, hast wohl recht. Wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Wir finden eine Lösung. Soll ich's mal versuchen? Da drüben, eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Versuch doch mal bei einem anderen. Die liegen hier überall rum. Aber ich kann ja jetzt hier von hinten einfach weg machen. Diese verfluchten Drecksviecher! Ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Aber die Gose hier bleiben, hab ich doch gesagt, ne? Bleibt hier. Na gut. Oh. Jo, also muss ich ihn nochmal komplett hier ankommen lassen. Ich muss sozusagen kurz hinter ihm laufen die ganze Zeit. Damit die Fackel die Viecher vertreibt. Ich muss ehrlich sagen, Respekt an die Wachen und den ganzen Scheiß, weil ich hätte definitiv nicht die Eier dafür. Ich meine, der steht hier rum und läuft hier nur mit seiner verkackten Fackel hier durch die Viecher durch. Verdammt! Und dafür die ganze Mühe? Was machst du jetzt damit? Muss ich mir noch überlegen. Die Luft ist rein. Ja.
Jetzt. Das hat doch gut funktioniert. Dies tippelt und tabbelt überall. Tja. Und wir sind damit in die Aufhängung. Und ab geht's. Wir klettern da hoch. Na gut, kein Mucks. So ist es. Kein Mucks. Okay. Vor allem finde ich das cool. Die können also die Dinger tragen, aber ich nicht. Ich meine, wir haben jetzt gesehen, dass man das tragen kann. Das Zeug. Geht's da bestimmt wieder irgendwo. Hier Steine. Oh Gott, jetzt bin ich bestimmt gerade schon wieder super blind. Ich meine, ich sehe da vorne, was mit der Kohle. Die haben ja Stöcke im Bauch. Sieh nicht hin. Versuche alles um dich herum zu ignorieren, Hugo. Das sieht so aus, als kann er hier durchkriechen. Ich meine, wenn ich das da drüben anzünde, glaube ich kaum, dass mir den kompletten Weg ebnet. Ah, okay, verstanden. Ja. Ja, ihr habt Stöcke im Bauch. Hier ist ja der Turm. Ja, wir können hier nicht bleiben. Na dann. Los, rein da, schnell. Leute, helft mir. Da drüben ist jemand. Nein. Oh, da kommt er nie weg. Oh, das ist schon böse. Das ist nicht lustig! Holt mich hier raus! Amicia, hey! Er sitzt in der Falle! Psst. Wir müssen weiter! Das wurde aber auch Zeit! Oh nein! Hey! Hey, was treibt ihr da? Stehen bleiben! Tut mir leid, aber wir müssen hier raus! Amicia! Lasst mich nicht zu! Oh nein. Das kann nicht wahr sein! Hier entlang! Kommt! Ah, schon böse! Oh nein! Die Fackel! Wir müssen ohne sie weiter, Amicia. Wie? Warum hast du die fallen lassen? Du blödes Stück Scheiße. Gott, hier sind die Metappeln. Sind die hinter mir schon? Nee. So. Da, ja, ein Scheiße. Soldat. Er versperrt uns den Weg. Ich sehe keinen anderen Ausweg. Verdammt. Ja, die Schleuse wird mir verdammt nicht helfen. Wir müssen ihn überrumpeln. Hier, nimm das. Was soll ich mit dem Zeug machen? Somnum, du wirst schon sehen, du musst es vermischen. Du kannst jetzt Somnum herstellen. Was ist Somnum? Eliminiert Gegner ohne Geräusche zu verursachen. Etwa so? Perfekt. Jetzt musst du ihm das Ganze ins Gesicht schmettern. Ist das dein Ernst, Lukas? Gut, ich hoffe, du weißt, was du tust. Gegner endgültig. Ernähre dich unbemerkt einem Gegner von hinten und drücke E, sobald das Symbol angezeigt wird. Ah, okay. Also drücke ich dem. Krass. Schläft okay. Er? Ja. Für eine Weile. Danke. Das wird uns das Leben retten. Sei Peter geklaut. Das Sonnenfarben, wenn ich einen Gegner pack, kannst du es als letzten Ausweg nutzen. Herstellung ist teuer und künftige Aufwertung benötigen. Oh krass, okay. So werde ich mir jetzt. Versuche ich mir jetzt schnell eins mal. Ja. Das ist echt teuer. Eins tue ich mir aus Sicherheit herstellen. Aber nur eins. Eins aus Sicherheit, falls ich meinen Gegner packe. Die sieht ein wenig anders aus. Ja. Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. Krass. Ich lasse los. Achtung. Ja, okay, also. Kannst du das übernehmen? Ja. Aber dann. Na dann. Ah, jetzt schwingt die Scheiße. Jetzt kannst du sagen mitrennen. Okay, feine Sache. Verstanden. Gleich reagiert. Ja. Da schicke ich jetzt den Hugo erstmal hin durchkrabbeln. Wer denke ich, Assi. Ey, wenn ihr über Ratten das musst du machen. Scheiß tun, da durchzukriechen, ne? Ey, sorry.
Reicht ja bloß eine aus, dass du diese scheiß Krankheit bekommst. Los, Hugo, genau so. Jo, er hat einen Stock. Gib mir den Stock. Gib her. Denkst du, du kriegst das hin? Unverzüglich. Na dann. Mach nochmal. Hör bitte auf. Gut gemacht. Na. Schaffst du das? Ja. Ich dachte, das reicht jetzt schon. So, ist abgestellt. Noch eins. Und ab. Wundervoll. Nein, jetzt nicht. Nochmal zurück. Jetzt rennen wir mit. Eine Sache. Gudi. So, wo muss ich jetzt eigentlich lang? Hier durch. Verstanden. Gut anzünden können. Lange brennt die Scheiße doch nicht. Nochmal, das reicht. Ihr habt's geschafft. Da können wir uns bei Hugo bedanken. Ich will nur, dass wir hier wegkommen. Ich auch. Verstehe. Na los, gehen wir. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt gern lange bleiben. Erstmal gibt's hier oben eine Truhe. Und eine Werkbank. Hoffentlich ist auch Werkzeug drin. Ich glaube, ich habe kein Werkzeug mehr. Doch, habe ich. Das ist gut. Mach mal. Schleuder direkt verbessern. Nicht und die schlecht. Munitionstasche. Ran damit. Das sollte mir die Sache erleichtern. Geil. Ja. Zack, jetzt kann ich 10 Steine mit mir schon führen. Das ist sehr, sehr cool. Machen wir hier an. So, genau. Oh, brennt der nicht lange, haben wir ja gelernt. Und willkommen bei einer neuen Folge Domino Day. Mit einer Kette festgemacht. Mit einer Kette festgemacht? Ja. Also brauche ich irgendwo eine Achse, irgend so einen Scheiß, um die Kette wahrscheinlich zu lösen. Oder wie sehe ich das jetzt? Macht euch bereit, wir müssen im Licht bleiben. Los! Krass! Wir beste Bolzenschneider der damaligen los. Zeit ist ein Schleuder. Das gefällt mir aber nicht. Aber es funktioniert doch. Ja, tatsächlich. Na gut, es hat funktioniert. Hat funktioniert. Ein Soldat. Das bedeutet, ich soll mich jetzt hier wahrscheinlich vermutlich verstecken und dann mit dem mitlaufen und den dann irgendwann da hinten krepieren lassen, oder wie? Da, auf dem Turm. Sind das etwa... Ja, Tote. Ah, ich sehe, es ist gar schlecht. Aber... bedeutet, ich muss den also gar nicht zwanghaft töten. Aber ich versuche mal was. Der sieht mich natürlich hier nicht. Ich meine, das sehe ich auch von außen. Nee, da ist nur Gras. Sieht man nichts. So, jetzt löse ich die Scheiße. Komm, das war doch wohl mehr als ein Tod, der okay ist. Aber wie komme ich jetzt weiter? Shit. Ich hätte ihn viel eher wahrscheinlich machen müssen. Ich hätte ihn eher töten müssen. Na, wie komme ich jetzt aber durch? Okay. Für Leute, die dumm sind, die müssen halt hier nochmal sowas herstellen. Das anzünden. Das ist nur für Leute, aber nur für Leute, merkt euch das, Kinder. Nur für Leute, die dumm sind. Also Leute wie mich. Die müssen das jetzt so machen. Jetzt hätte ich den nämlich einfach hier davor krepieren lassen. Und wenn die brennenden Leichen runtergekommen, hätte ich einen freien Weg gehabt. Ja gut. Aber guck mal, er ist nicht mehr gefressen deswegen. Ich habe ihn vor dem Rattentod bewahrt. Durch ein wirst durch brennende Leichen erschlagen Tod. Und vielleicht ist nicht unbedingt das Beste, aber... irgendwas? Brauche ich hier nochmal Holz? Ich helfe dir hoch. Egal, das lege ich nämlich normalerweise, soweit ich weiß, eben klettern. Ich kann nicht. Amicia. Das hat er wieder richtig Spaß. Ich fühle mich nicht gut. Was ist denn? Mein Kopf. Die Makula
Er hat Angst. Wir müssen hier raus. Hugo? Hugo, denk an die Frösche. Erinnerst du dich, wie sie herumgehüpft sind? Du bist ihnen nachgelaufen. Na los, wir suchen noch mehr von ihnen. Ja, wir müssen hier raus, Amicia. Das werden wir. Hier muss es doch irgendwo rausgehen. Ich habe teilweise echt Schiss, dass die Krankheit irgendwann richtig ausbricht. Und irgendeine Scheiße passiert. Aber ich glaube, wir können uns alle zu 100% verlassen, dass sowas passieren wird. Okay, also hier sind gerade keine Ratten. Aber wachen. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Nur Mut, Leute! Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Dann los jetzt! Gaien gehört uns! Das war ein Geräusch, oder? Ich denke... Stürmen Sie den Schnapp! Als ob! Wir haben hier ein paar Plünder! Als ob! Als ob! Als ob! Ich bin kein Plünder! Sie schießen ihr Zeug! Ja. Tschüssi! Hi! Wie geht's euch so? Oh, sind aber ein paar mehr. Und zack. Gut, reden. Hi! Ja, ist in Ordnung. Ach Mann, wo soll ich denn wissen, dass sie hier ein Weitwinkelobjektiv in seinem Auge drin hat? Ah. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Was war das? Geh weg. No. Können die ihre Helme ablegen? Ohne die Helme sind die alle so Freakies. Was war das für ein Geräusch, hä? Ach ja, komm, ich geb direkt auf. Ja, komm. Muss ich echt so lange warten? Naja. Da die Folge das letzte Mal so lange wurde, mache ich diesmal hier bereits schon einen Cut. Ich weiß nämlich nicht, wie lange das Kapitel dieses Mal geht und ich möchte nicht nochmal über 40 Minuten aufnehmen. Will euch auch nicht quälen. Das ist laut auch der Upload. 10.000 Jahre bei meiner Internetleitung. Jedenfalls hoffe ich, dass es euch dennoch heute dennoch gefallen hat. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Und ich verspreche zu 100%, dass ich das nächste Mal diese Scheißstelle bewältige, ohne fertig gemacht zu werden. Und damit bis zum nächsten Mal.